So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio, die Freitagnacht. Das ist die offene oder eine offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50. Wir sind live hier im Radio bei 1Live, live im WDR Fernsehen und live im ARD Kanal 1 Festival. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer heute Nacht heißt Peter. Peter ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen, Domia. Hallo Peter. Du klingst sehr traurig. Ich hab ein bisschen Herzrasen gerade. Du bist sehr traurig. Weil ich da ein Thema anrufe, was sich eigentlich nicht einfach erklären lässt. Ja. Ich versuch's mal erstmal in einem schnellen Schritt zu überschreiben. Ich bin ein Mensch, der regelmäßig bei Abholung seines Hartz-IV-Geldes natürlich alles Geld vom Konto holt, sich damit in Spielhallen verflüchtigt, das Geld eigentlich rigoros in die Automaten hineinwirft. Wie viel Geld ist das? Das sind meistens 280 Euro. Ja. Ich sag dann mir immer eigentlich, dass ich mir ein Ziel setze und mit 150 rausgehe und der Versuchung dann noch immer wieder unterstehe, und wenn ich dann bei 50 Euro oder so bin, dann schmeiße ich die auch noch rein, weil ich sage, der Rest ist eh schon weg. Und das heißt, du verballerst jeden Monat dein Hartz-IV-Geld in der Spielhalle? Ja, nein, nicht jeden Monat. Das kommt drauf an, wie ich vom Geist ticke. So, nun hast du das Geld alles verbraten. Wie lebst du denn dann den Rest des Monats? Ich habe Supermärkte in meiner Nähe, die abgelaufene Waren wegschmeißen. Ich rauche von Spielotheken, die ihre Zigaretten kippen, Krankenhäuser. Ich gehe Flaschen sammeln. Bei Schulen, Container, Glascontainer. Ja. Ich das heißt bin du? Regelmäßig mit unserer Polizei in Konflikten, was? Weil? Taschenfilze. Ich habe eine kriminelle Laufbahn hinter mir und ich. Also, du klaust dann auch? Nein, ich klaue nicht. Ich muss nachts meine Taschen öffnen und zeigen, was ich da drinnen habe. Ich bekomme. Achso, die vermuten, dass du irgendwas geklaut hast? Richtig, ja. Ich bin so weit, dass ich selbst die Kippen vorzeige und die Polizeibeamten mir eigentlich raten, ich sollte das Rauchen aufhören. Wo wohnst du denn? Hast du eine Wohnung? Ich habe eine Wohnung. Und wie wird die finanziert? Das läuft alles übers Amt, genauso wie Strom. Ach so. Aber de facto ist, dass du das bare Geld, was du eigentlich zum Leben nötig hättest, in der Regel immer direkt verjubelst. Richtig. Wie lange geht das jetzt schon so? Das war in meiner Ehezeit, hat das irgendwo angefangen. Wie lange liegt das zurück? Also ungefähr. Das erste Mal richtig war es im November 2005. Im November 2000 was? Fünf. Also 2 Jahre ungefähr. Ja. Oder so ungefähr. Ich habe damals. Warum kannst du dir nicht sagen, es ist schon schwer genug mit Hartz IV auszukommen. Die Situation ist ernst genug. Warum machst du dir das Leben dadurch noch schwerer? Vergesse einfach, wenn ich davor sitze. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nimmst du dir denn schon mal vor, wenn du dir das Geld holst, dass du sagst, heute nicht, dieses Mal nicht. Dieses Mal gehe ich jetzt sofort da und dahin und mache mir vorher schon so eine Strategie, wo ich hingehe. Ich habe mir das schon oft vorgenommen. Ich habe schon oft Leute gehabt, die mir gesagt haben, ich fahre mit dir zur Bank und dann fahre ich mit dir nach Hause. Ich habe auch schon Leute gehabt, die mir angeboten haben, mir mein Geld einzuteilen.
Keine schlechte Idee. Warum läuft das nicht so? Ja, weil ich mit dieser Person, die mir das beispielsweise angeboten hat, das zu machen, nichts mehr zu tun habe. Mhm. Könnte ja vielleicht auch eine amtliche Person sein, mit der man sich da irgendwie arrangiert. Nein, das ist für mich, das möchte meine, ich habe Bewährungsunterstellung. Ja. Die möchte das auch, aber ich habe mal im Bekanntenkreis jemanden gehabt, und deswegen habe ich so ein bisschen, ich weiß so ein bisschen, wie das läuft und verstehe ich nicht. Du hast eine Bewährungshelferin, weil du was am Carport hast. Richtig. Weswegen warst du vor Gericht? Eigentumsdelikte, Betrug. So. Diebstähle. Ja, also doch mit dem. Also ich bin nicht so ein Schlägertyp oder so. So klingst du auch nicht. Ich finde das zum Beispiel eine sehr schlaue Überlegung, wenn die Bewährungshelferin das sogar anbietet, dass sie dir das Geld in kleinen Mengen gibt und dass du gar nicht in Versuchung kommst, Nein, es geht nicht, dass sie mir das gibt. Es geht um gerichtliche Unterstellungen. Okay, das können wir jetzt nicht klären. Das glaube ich jetzt zu kompliziert, zu juristisch. De facto ist aber, dass du dich sau unwohl fühlst in der Situation. Ja. So klingst du auch. Du klingst so, als wärst du sehr unzufrieden mit dir selbst und der Situation, in der du lebst. Ja. Und du irgendwie nicht die Kraft hast oder ja, den Elan hast oder die Disziplin nicht hast, das selbst hinzubiegen. Stimmt's? Ich hab zwischenzeitlich immer wieder Kraft und. Peter, was hast du früher gemacht? Ich gehe mir davon aus, hattest du schon mal einen Beruf? Ich war im Beruf, ja. Was hattest du für einen Beruf? In vielen handwerklichen Tätigkeiten. Hast du eine Ausbildung? Einen Abschluss? Nein, Abschluss nicht. Seit wie vielen Jahren hängst du so irgendwie so halb in der Gosse? Wollen wir es mal klar ausdrücken? Ja, so in der Gosse seit Mitte 2005. Mhm. Da muss was passieren. Ein Hilferuf ist ja schon, dass du hier anrufst und mir das erzählst. Ich habe Pläne, also. Ja, Pläne haben ist gut. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann aber auch, die zu realisieren. Ich muss sagen, diese ganze, ich habe vorhin gesagt, Probleme, das ist auch auf meinem Umfeld. Ja. Es gibt da eine Frau, mit der ich mal zusammen bin. Mal getrennt bin, die Frau, die ich eigentlich liebe. Ja, okay, aber die Frau ist weit weg. Okay, aber das hat ja, das, da sind ja vielleicht auch noch private Probleme im Hintergrund. Aber es geht es ja erstmal darum, dass du dein äußeres Leben ordentlich organisiert bekommst. Letztendlich geht es darum, dass du dieses Geld nicht verspielst. Erstmal. Ja. Erster Schritt. So, erster Schritt ist, du hast es hier angerufen, das heißt, du willst irgendwas verändern. Das finde ich gut. Der zweite Schritt ist, dass wir dir jetzt was an die Hand geben, was du tun könntest. Hm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es Beratungsstellen für Spielsüchtige, da gibt es generell Beratungsstellen, da gibt es psychologische Betreuungen, viele Sachen, die du vielleicht schon kennst. Nein, ich habe noch gar nichts, habe ich. So, dann wird es aber allerhöchste Eisenbahn. Wenn du jetzt von uns erfahren hast, was man tun kann, was du speziell in deiner Situation auch machen kannst, dann geben wir dir die Sachen an die Hand. Du musst es aber tun. Ja. Dann bist du gefragt. Und da musst du es auch machen. Ja. Und dann gibt's nichts mehr, um zu jammern. So schlimm ist die Lage noch nicht. Das kann man nur alles noch abbremsen im Moment. Aber du musst einen Willen haben. Du musst dich zwingen. Nur wenn du Willen entwickelst, schaffst du das auch. Mhm. So wie in allen Dingen. Und ich verstehe auch, wenn Menschen nicht jeder Mensch ist nicht so stark wie der andere. Deswegen darf man das auch jemandem nicht zum Vorwurf machen, wenn er eben nicht so viel Kraft hat. Dann musst du dir aber zumindest mit dem Restwillen, den du hast, dir die Hilfe von außen suchen und die in Anspruch nehmen. Deswegen, ich sag mal, meine Freundin weiß das und das weißt du jetzt und. Mhm.
Ja, immerhin. Du hast es mir erzählt. Das ist auch schon was. Lieber Peter, jetzt machen wir Butter bei die Fische. Das heißt, jetzt kriegst du eine konkrete Beratung, was du in deinem Umfeld mit wem und wo anfangen könntest. Dafür stelle ich dich jetzt zu meiner Psychologin. Ja. Und dann redet ihr und sie schaut in ihren Büchern nach, wo du wohnst und so weiter, was man machen kann. Okay? Ja. Du legst auf und ich wünsche dir wirklich Kraft und viel Elan, dass du das schaffst. Danke, Domian. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über die Telefonleitung oder über Mail domian@wdr.de. Hier ist die Anja und Anja ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Anja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich halte mir einen Haushalts- und Putzsklaven. Ach, wir sind wieder bei... Ich war ja völlig baff, wir hatten das Thema ja vor zwei Wochen, vor zwei Tagen. Ja, das habe ich auch gehört. Wir hier alle, meine Kollegen auch, nach der Sendung, wir haben alle zusammen gesessen und konnten es gar nicht glauben, dass offensichtlich so viele Leute sowas machen oder so gestrickt sind. Du hältst dir einen Haushalts- und Putzsklaven. Ja, richtig. Erklär mir genauer, was dahinter steckt. Ja, also wir sind beide voll berufstätig und nach der Arbeit kommt er in erster Linie am Wochenende, manchmal auch unter der Woche, zu mir. Und ein Mann ist das? Das ist ein Mann. Und wie alt ist dieser Mann? 42. 42. Bist du allein stehen? Bist du solo? Oder nein, ich habe einen Freund. Du hast einen Freund, aber der wohnt nicht mehr. Wohnt ihr zusammen, du und dein Freund? Ja. Ach so. Und trotzdem kommt der Putzsklave. Ja, irgendwer muss es ja machen. Natürlich. Ja. Aber du zahlst dem kein Geld fürs Putzen. Nein. Weil man einen Sklaven ja nicht bezahlt. Richtig. Genau, so ist das. Wie praktisch eigentlich, ne? Das ist ausgesprochen praktisch. Warum putzen wir eigentlich alle noch selbst? Das frage ich mich. Das frage ich mich auch. Also man sollte sich schnell ein paar Sklaven besorgen und die haben ihren Spaß und wir haben unseren Spaß und, und schon sind alle froh. Ja, ganz genau. So, jetzt kommt der am Wochenende zum Beispiel zu euch. Mhm. Was passiert dann? Fangen wir an. Was hat der an? Ja, also der kommt ja ganz normal von der Arbeit und zieht sich dann auch erst hier um. Ja. Er hat also ein T-Shirt, da steht dann auch schon mal drauf, Sklave von Herrin Anja. Ah ja, Herrin Anja. Ja, er hat ein Halsband, da steht also drauf, Eigentum von Herrin Anja. Putzt der im Halsband, mit Halsband? Ja, das hat er sich also selbst auch beschafft und eingravieren lassen. Ja. Und was hat er untenrum an? Ganz normal gekleidet. Ganz normal gekleidet. Also nichts Schweinisches irgendwie. Nein. So, und dann geht's los. Fenster putzen, die Böden schrubben. Einkaufen. Also nur bügeln kann er nicht. Aber er kümmert sich ums Auto, tanken, waschen, aussaugen. So, nun geht so ein langer Samstag, Vormittag und Nachmittag dahin. Es wurde, wie du gesagt hast, eingekauft, geputzt, das Auto gewaschen. Dann ist es, sagen wir mal, abends 18 Uhr. Und dann? Dann darf er sich um meine Füße kümmern. Ach, um deine Füße? Was muss er da machen? Ja, wir haben also beide ein sehr inniges Verhältnis zu meinen Füßen. Ich bin da sehr sensibel und ich mag es sehr gern, wenn man mir die Füße massiert und die verwöhnt. Ja. Ja, und das ist dann quasi sein Lohn. Ach, das ist sein Lohn. Da hat er auch dann seinen Spaß dran. Ja. Ist das Füße massieren oder ich halte ihm die Füße ins Gesicht. Er darf sie mir wärmen. Er darf mir die Beinhaare mit der Pinzette rausrupfen. Ja. Und dein Freund ist dann auch da. Ja. Der guckt sich das auch mit an. Ja. Der ist dann auch nicht. Die beiden haben ein freundschaftliches Verhältnis. Ach so, der Sklave ist nicht der Sklave deines Freundes. Nein, das ist nur mein Freund. Ach so, nur die Herrin Anja, die darf Anweisungen geben. Ja, so. Und die beiden Jungs haben ein normales Verhältnis miteinander. Ja. Gibt's irgendwo Sex irgendwann zwischen dir und dem Sklaven? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Also bestenfalls, sag ich mal, darf er mal unterm Tisch meine Füße im Gesicht onanieren. So. Das kommt vielleicht und ihr, einmal im Monat vor oder und, so. Und ihr trinkt lecker Kaffee und Kuchen, esst. Ja, so ist das. Und dann sitzt der Sklave unterm Tisch und hat auch meine seinen Spaß. Füße im Gesicht, ja. Und das ist dann deinem Freund auch egal? Dem ist das egal, ja. Aber der darf das nur, wenn du das möchtest?
Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und wenn er sich irgendwie beim Putzen vertan hat oder er hat was runterfallen lassen, ja, dann kriegt er auch schon mal eine Woche Verbot, dass er dann auch zu Hause nicht onanieren darf oder so. Ach so, und dann hält er sich ja auch dran. Oder er kriegt Ohrfeigen. Also wenn er zum Beispiel die Gläser nicht schön poliert hat, kann es auch sein, dass Anja, dass Herrin Anja ihm mal eine scheuert. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Mit der Hand oder mit einer Peitsche? Nein, Ohrfeigen mit der Hand. Ohrfeigen, ja. Sprichst du viel mit ihm oder gibst du ihm nur Anweisung? Also wir sprechen auch zusammen. Ja. Also wir wissen auch schon eine ganze Menge voneinander doch. Ja. Mhm. Ah, ist der denn auch in einer Beziehung? Nein, er ist solo. Der ist solo. Ja. Wie lange geht das jetzt schon so? 1,5 Jahre. Und wie findet man denn so einen Sklaven? ist die Frage, die uns alle bewegt. Wie findet man einen Sklaven? Übers Internet habe ich... www.sklave.de oder was? Nein, ich habe jemanden gesucht, der mir die Füße verwöhnt. Ach so. Und da hat er sich dann gemeldet. Bleibt auch schon... Das fing eigentlich ganz bescheiden an. Sag mal, dass er mir die Füße massieren durfte und küssen durfte. Mhm. Und dann ging es nachher also dazu über, dass er mir die Schuhe geputzt hat, die Nylons gewaschen. Und das war von Anfang an abgeklärt mit deinem Freund. Von Anfang an wusste der, das ist okay. War für ihn okay, dass du dann im Internet auch suchst. Und Ja. Ist er denn irgendwie so SM-mäßig auch ambitioniert, dein Freund? Also wir sind... Fußerotiker. Ach so. Ja, wir haben also schon zu meinen Füßen alle ein besonderes Verhältnis. Ach so. Von daher hat mein Freund da durchaus Verständnis für. Kann das denn auch schon mal sein, dass das dir zu Füßen der Sklave liegt und dein Freund? Kann auch schon mal passieren. Ja, kann auch passieren. Bleibt der Sklave auch schon mal über Nacht? Ja, der bleibt also am Wochenende immer über Nacht. Hm? Wo wird er denn hingelegt? Oder wo darf er sich hinlegen? Er darf sich also zwischen Badezimmer und Küche hinlegen, kriegt eine Kette ans Bein, so dass er dann also immer auch gut zur Toilette kommt, aber auch, dass morgens der Kaffee fertig ist. Ne? Achso, er kriegt eine Kette ans Bein, dass er so einen gewissen Radius, also Klo und Küche ist drin, genau. da er das Frühstück machen muss. Und er liegt auf dem Boden? Nein, der hat sich so eine aufblasbare Matratze gekauft. Achso. Ja, er soll schon ausgeschlafen sein, weil natürlich. Er muss auch hart arbeiten. Ne? Ja, ja. Und also hauptsächlich läuft es an den Wochenenden? Ja, so. Also unter der Woche. Jetzt war er zum Beispiel am Mittwoch da, dann kriegt er schon mal einen Einkaufszettel fürs Wochenende, dann kann er das direkt mitbringen. Ne? Ja. Mhm. Das ist ja nun ein ganz, ganz bizarres Rollenspiel. Ja. Redet ihr auch mal so ganz, verlasst ihr mal eure Rollen und redet so ganz normal wie erwachsene Menschen miteinander? Ja. Das auch? Ja, das machen wir auch. Und weißt du was über ihn, warum er das macht und was ihm daran gefällt? Ja, er ist halt auch Fußfetischist. Er ja gut, das könnte man ja auch sagen. Frauenfüße und er ist sehr devot. Er sieht Frauen, glaube ich, grundsätzlich als Göttinnen an. Ja. Und das habe ich mir zur Nutzung gemacht. Was man natürlich als Frau gerne hört. Ja. Ja. Und er hatte mal irgendwann erwähnt, dass er gerne ausgenutzt wird, so in den Anfängen. Und da habe ich direkt dann gesagt, ja, das kann ich auch machen. Ne? Ja, da kannst du gerne zu mir kommen. Ja. Ich habe da so einiges zu tun. Ja, ganz genau. Habt ihr Kinder? Nein. Nee, dann geht's einfacher. Ne? Wenn Kinder da wären, wäre es schwieriger. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich sag mal, er kennt zum Beispiel auch meine Schwiegermutter ins B und... Das wollte ich genau gerade fragen. Das, wissen so eure Verwandten, Nachbarn, wissen die das? Nein, also meine Nachbarn und auch meine Eltern wissen es nicht. Hm. Aber die Mutter von meinem Freund, die weiß das, die kennt ihn auch. Und die findet das auch okay? Ja, der muss dann auch schon mal zu ihr fahren und was hinbringen und was abholen. Wohnt ihr allein in einem Haus oder in einem Mehrfamilienhaus? In einem Mehrfamilienhaus. Und da hat noch keiner irgendwie mal irgendwas spitz gekriegt? Da ist immer am Wochenende ein Typ und... Hat mich noch keiner angesprochen. Ich wundere mich auch manches Mal. Ja, man wird dich nicht ansprechen, weil denen das zu pikant wahrscheinlich ist. Da geht immer so ein Mann rein und der geht für die einkaufen. Das ist ja doch irgendwie dann... Und der schleppt Kisten und Steine. Wir haben also auch noch einen
Schrebergarten, da kann er also auch Hecke schneiden, Rasen mähen und, und. Ja. Und er ist auch talentiert, er kann sowas auch. Ja. 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 Sag mal, die... Ich kann das, bringe ich ihm bei, also das lernt er dann ganz schnell. Mhm. Also sagst du, dass du ihm ab und zu schon mal so einen Klaps gibst oder auch schon mal eine schlägst, aber so richtig schlimm, so mit Blut und so, ist nicht? Nein. Nee, nein, das dann nicht. Also ich werde so ganz normal, wütend, wenn er irgendwas nicht ordentlich macht. Also ich kann mich also erinnern, irgendwann vor einem halben Jahr, da hat er mal den Toilettenbürstenhalter nicht ausgetrocknet, weil er ja immer so ein bisschen Wasser von der Klobürste drin steht. Da habe ich ihm sofort die Klobürste um die Ohren gehauen. Ja, ja, ist klar. Also, ist aber so, das kommt aus der Situation heraus. Ja. Ne? Mhm. Sagen wir mal, also deine Befriedigung liegt darin, dass du eine dominante Person bist und du ein Späßchen daran hast, dass jemand dir untertan ist. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er dir sehr viel Gutes tut an deinen Füßen. Richtig. Sonst sexuell eben nichts, ne? Nein, gar nicht. Ja. Mhm. Aber wenn du sagen würdest, hier ist klar, ich will Sex mit dir, würde er auch machen. Ja, klar. Müsste er machen. Ja. Es blieb ihm ja gar nicht. Wo ist die Grenze? Wo habt ihr irgendwie eine Vereinbarung getroffen? Hier und nicht weiter? Nein, das bestimme ich also ganz frei. Gibt es einen Code, ein Wort, wo er sagen würde, Schluss, ich mache nicht mehr? Nein. Auch nicht. Wenn dann müsste er gehen. Richtig. Ja. Ja, Anja, ich glaube, wir machen sehr viel Werbung für dieses Lebensmodell hier. Ja, ich sage ja, es ist ausgesprochen praktisch. Ausgesprochen. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Das glaube ich. Also du hast ja... besser geht's ja gar nicht mehr. Nein. Und hast deinen Liebsten an deiner Seite und alles ist gut. Ja. Sehr schön. Liebe Anja, danke für den Anruf und für die interessanten Schilderungen. Ja, gern geschehen. Alles Gute. Und ja, grüße auch deinen Sklaven von mir. Mache ich. Okay. Tschüss. Und hier ist Christian. Christian ist 23. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Du bist kein Sklave. Nein. Aber war ein sehr interessantes Thema zum Zuhören. Also, das ist doch verrückt, ne? Hast du so Sachen schon öfter mal gehört? Nee, also habe ich hier bis jetzt zum ersten Mal gehört. Das ist abgefahren, ne? Ja, sicher. Jetzt aber zu dir. Ja, richtig. Und zwar, also mein Thema ist Internetliebe. Mhm. Ich habe am 15.11.04 jemanden im Internet kennengelernt. 04? Ja. Mhm. Und also da hat sich auch mehr draus entwickelt mittlerweile. Mhm. Und da waren aber so ein paar Geschichten bei gewesen, wo ich gesagt habe, so, das kann irgendwie nicht ganz sein und das habe ich nicht ganz geglaubt. Also Stopp, es hat sich mehr entwickelt? Das heißt, du bist mit der Person zusammen oder was? Ja, das ist ja gerade das Problem, was ich habe. Also der Kontakt hat sich so langsam aufgebaut. Erst hat man sich E-Mails geschrieben, dann hat man sich halt Fotos geschickt. Ja. Und dann kamen halt regelmäßig dann Briefe und Telefonate dazu. Wir telefonieren halt jetzt immer regelmäßig miteinander. Wir sprechen über eine Frau oder über einen Mann? Nee, über eine Frau. Über eine Frau, ja. Ja, sicher. Mhm. Und das Problem ist aber, wir haben uns in der ganzen Zeit, wo wir uns kennen, jetzt noch nie gesehen. Also ihr habt euch noch nie gesehen? Nein, wir haben... Ich wiederhole, es war im Jahre 2004. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir zur Zeit 2007. Ja, richtig. Ihr habt euch noch nie gesehen? Nein, also wir haben mal Anläufe angesetzt gehabt, wo sie mal einen Termin gesagt hat, wo ich aber dann keine Zeit hatte. Und wir hätten aber noch anderweitig Gelegenheiten gehabt, wo sie dann aber gekniffen hat. Und also liegt es an ihr? Ja, ich denke es mal. Weil wie weit wohnt ihr denn auseinander? Ja, das sind schon ein paar hundert Kilometer. Nun gut, aber es ist ja auch, das sind keine 1000 Kilometer. Nein. Also es wäre machbar. Und das Foto gefällt dir? Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie es wirklich ist, dann... Wenn sie es wirklich ist. Ja, das ist ja im Internet leider... Diese Vermutung kam natürlich gerade in mir auch sehr schnell hoch. Mhm. Denn das ist nicht normal. Wenn man so viele Jahre... Du bist 23, sie ist angeblich wie alt? Sie ist auch ein bisschen älter wie ich. Also, okay. Wenn man so lange so eine Cyberbeziehung hat, da stimmt doch was nicht. Ja, ich habe. Warum machst du nicht? Wieso machst du nicht mehr Dampf? Und du sagst, ihr langt's. Komm, jetzt kriegen wir es irgendwie hin. Ja, das hatte ich ja schon gemacht und ich habe also hier wirklich auch die Pistole schon auf die Brust gesetzt gehabt und gesagt, also wenn jetzt nicht langsam mal was passiert, dann mache ich Schluss. Und das habe ich auch mal durchgezogen. Nur irgendwann ist sie dann wieder angekommen und na gut, ich bin da ein bisschen weich geworden, muss ich sagen. Vielleicht ist sie ein Mann.
Vielleicht ist sie ein 50-jähriger Mann. Nee, das glaube ich nicht, weil in den Telefonaten, da hat sie ja die weibliche Stimme. Naja, was meinst du? Ich habe ja auch schon Leute gehabt, Jungs, die ihre Stimmen verändert haben, da habe ich wirklich auch gedacht, das ist eine Frau. Also, ich glaube, es gibt kein größeres Fake-Feld als das Internet. Ja. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich würde da Ultimaten setzen. Ich würde sagen, pass mal auf hier. Ich gebe jetzt 4 Termine. Oder 5 Vorschläge mache ich jetzt. In dem Wochenende da und da und da und da. An einen musst du können. Das gibt's nicht. Was macht die vom Beruf? Sie ist Lehrerin zurzeit. Lehrerin, gut. Dann gibt es ja klare, geregelte Arbeitszeiten, wo man sich nicht rausreden kann. Was waren denn so ihre Ausreden? Ja, also mal hat sie mir erzählt gehabt, dass sie wegen dem schlechten Wetter nicht kommen konnte. Ich hatte eine Tante zum Beispiel, die in der Nähe gewohnt hat, die haben mir gesagt, also die Autobahnen waren frei und von Schnee und Wetter war auch nichts. Dann hat sie mir ein andermal gesagt gehabt, halt so, dass sie Angst hat, dass ich ihr nicht gefallen würde, also dass sie mir nicht gefallen würde. Trotz des Fotos? Ja, ja, richtig. Und ich habe ihr das auch ausgeredet, also weil sie sieht wirklich hübsch aus, da bin ich ganz ehrlich. Ja, nun kann es natürlich sein, dass die junge Dame nicht so aussieht wie auf dem Foto, das könnte ja auch sein. Ja, aber das habe ich ihr am Telefon ja auch gesagt. Ich habe ihr gesagt, wenn du irgendwas hast, was du mir sagen willst oder so, weil ich bin wirklich ein Mensch, mit dem man offen und ehrlich über alles sprechen kann. Ja. Und ich sag mal, ich bin nicht gerade gutgläubig oder so, aber ich habe halt Vertrauen in Menschen. Und ich glaube schon, dass du ein bisschen gutgläubig bist, wenn du das so lange mitmachst, aber egal. Also du hast gesagt, sie kann die Wahrheit sagen. Na gut, sie kann die Wahrheit sagen, aber sie läuft natürlich dann große Gefahr, dass du einfach nicht mehr scharf auf sie bist. Ne? Kann ja sein. Ja, sicher. Wenn sie ganz anders aussieht als auf dem Foto. Also faule Ausreden, ne? De facto. Ja, naja. De facto. Ja. Ja, Christian, da musst du jetzt aber... Ist das denn so, dass du wegen dieser Geschichte auch völlig blockiert bist? Das heißt, du guckst dich auch gar nicht an anderen Mädels um? Nein, das ist es ja eben nicht. Also ich gehe regelmäßig weg und raus und ich finde, ich sehe auch nicht schlecht aus oder so. Ja. Aber ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, was an mir, wo halt gesagt wird, so, ja, ist halt nicht. Also dass da kein Kontakt zustande kommt, obwohl ich regelmäßig und oft weggehe. Also das heißt, du wärst sogar bereit, doch jemanden noch kennenzulernen, obwohl du diese Bekanntschaft hast, oder wie? Ja, sicher. Aha. Hast du ihr das gesagt? Nein, nicht so direkt. Weil das ist ja auch wieder nicht stimmig, ne? Entweder ist man verliebt und ehrlich miteinander, auch übers Internet, oder man ist es nicht. Aber das ganze Ding stinkt irgendwie. Also ich würde an der Stelle so schnell wie möglich der jungen Dame die Pistole auf die Brust setzen. Also sagst du dann, wie du vorhin gesagt hast, so 4 oder 5 Termine sagen und dann ansonsten das alles abbrechen? Ja, also ich würde nicht nur einen Termin vorschlagen, weil da kann man sich immer wieder rausreden. Ja. Aber wenn man so 3, 4 oder gar 5 Daten nennt, Tage nennt, kann man sich nicht mehr rausreden. Das gibt's überhaupt nicht. Ja. Und wenn sie dann wirklich diese 5 oder 6 Tage verstreichen lässt oder für jeden Tag irgendwie sich was ausdenkt, dann vergiss es. Vergiss es. Lösch die Adresse. Das ist Unsinn. Das ist Zeitverschwendung. Na, sicher. Habt ihr Cam-Kontakt habt ihr nicht mit der Kamera? Nee, leider nicht. Sie hat keine. Das ist das Problem. Hast du denn eine? Ja, ich habe eine. Und hat sie dich schon gesehen? Ich habe ihr Fotos von mir geschickt, ja. Ja, aber du hast noch nicht deine Kamera eingeschaltet und dass sie dich angucken kann? Nein, konnte sie nicht. Das nicht? Nee, das war leider nicht möglich. Das geht nur, wenn sie auch eine hätte. Ja. Nee, das geht auch, wenn sie keine hat, aber egal. Ja, Christian, also, Ultimatum. Ultimativ werden. Und dann das ganze Ding rigoros löschen. Ja, gut, dann probier ich das mal. Und dann auf zu neuen Ufern danach. Ja, sowieso. Ich bin skeptisch. Ich glaube, das ist hinten und vorne eine verlogene Sache. Ich will dir jetzt nicht die Freude verderben, aber ich glaube, das muss man so klar ausdrücken. Ja, ja, sicher. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja. Christian, alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nächste Woche heißen unsere Themen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, und ihr könnt euch ja schon rund um die Uhr immer bei uns schon anmelden per Mail, wenn ihr euch gerne dazu äußern möchtet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema: Ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Viele von uns haben ja irgendetwas so in sich, wo sie sagen, das muss ich jetzt machen.
noch, oder ich muss es machen, um vielleicht eine gute Tat, eine Racheaktion, mich bei jemandem entschuldigen, eine Beichte sagen oder was auch immer. Das Thema heißt, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Und das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt ganz schlicht und einfach Gift. Eure Erfahrungen mit Gift. Heute nach wie vor eine freie Nacht, eine offene Themenrunde und es geht weiter mit der Gabi. Gabi ist 54. Nee. Jetzt habe ich mich vertan. Hier ist Gabi. Gabi ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domi. Hallo, Gabi. Um was geht's bei dir? Wir haben schon mal miteinander geredet Anfang Januar. Mhm. Da hatte ich die grausame Diagnose von meinem Mann bekommen, dass er Krebs hat. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich grob erinnern. Sag aber noch mal ein paar Beispiele, ein paar Details. Er hatte Magenkrebs. Er ist gestern Morgen verstorben. Er ist hier? Gestern Morgen verstorben? Ja, ganz plötzlich auf einem. Ich kann das noch nicht verarbeiten. Er war so schnell gegangen. Wir hatten ja noch gesprochen, da hattest du mir so schön Hoffnung gemacht, dass er noch vielleicht eine Chance hat, da haben wir ja noch drüber gesprochen. Und ich war so erleichtert auch nach deinem Gespräch. Und dann hat sich das aber so schnell verschlechtert. Er ist dann sogar noch mal operiert worden, weil er ein Loch im Magen bekommen hatte. Und dann sollte er anschließend zur Chemotherapie. Aber er konnte sehr schlecht essen und war sehr schwach. Und dann hat der Arzt gesagt, die Chemo kommt noch nicht in Frage für ihn. Der würde ihn sofort töten. Dann sollte er sich noch ein bisschen aufpäppeln. Und dann haben sie ihn auch entlassen aus dem Krankenhaus. Und dann war er 3 Tage zu Hause. Dann hat er eine Thrombose bekommen und musste wieder ins Krankenhaus. Und dann hat er das überwunden und durfte wieder nach Hause. Dann sind wir wieder hin und hat der Onkologe gesagt, nein, noch nicht. Und dann hat er ihn wieder nach Hause geschickt. Also noch nicht mit der Chemotherapie anfangen. Er hatte aber schon einen Fortsitzen für die Chemotherapie zu machen. Und dann bekam er zu Hause plötzlich wahnsinnige Schmerzen. Einen dicken Bauch und hat sich gekrümmt vor Schmerzen, musste wieder ins Krankenhaus. Musste dort bleiben und da war er dann bis vorgestern, eine Nacht. Und ich bin dann schwer krank geworden und habe eine schwere Lungenentzündung bekommen. Ach du lieber Gott. Wochenenden. Und ich konnte ihn jetzt nicht nach Hause holen und er hatte so ein Heimweh. Und im Krankenhaus wollten sie ihn nicht lassen, weil er ein Pflegefall jetzt war und die verhalten keine Pflegefälle da. Dann haben die über meinen Kopf hinweg entschieden, dass er in eine Kurzzeitpflege kommt. Wohin? In eine Kurzzeitpflege? Ja, in so ein Pflegeheim. Über deinen Kopf hinweg, weil du erkrankt warst? Ja, weil ich jetzt so krank war, der Arzt gesagt hat, die Frau kann das nicht bewältigen. Und das ist das Schlimmste. Er hatte so Heimweh und meine Tochter verzeiht mir das nicht. Die hat gesagt, du hast den Vater im Stich gelassen. Wo lebt denn die Tochter? Bei euch in der Gegend? Ja, die hat in demselben Dorf gewohnt, wo mein Mann gestorben ist, wo das Pflegeheim ist. Und warum hat die sich nicht um ihn gekümmert? Die hat sich um ihn gekümmert, hat sich aber um mich überhaupt nicht gekümmert. Ich lag hier mit Fieber, mit 40 Fieber. Die Einzige, die sich um mich gekümmert hat, war meine Schwester. Und die hat mich Essen geholt, Ärzte geholt. Die hat mich rund um die Uhr um mich gekümmert und hat sie mir noch vorgeworfen. Gabi, ich habe das am Anfang akustisch nicht... Als er hingekommen ist, bin ich zu meinem Mann hin, weil es ist nicht so weit von uns gewesen. Und habe mich mit letzter Kraft dahin geschleppt. Und ich habe mich so gefreut. Und er hat so eine Freude, als ich da war. Und da habe ich noch gesagt, sei nicht böse, ich hole dich noch nach Hause. Sagt er, ist ja gut. Also er wusste ja, dass du so krank warst. Ja. Und er wusste um die Situation. Und er hat zu mir gesagt, Frau, stell dir mal vor, der Arzt hat gesagt, wenn ich Glück habe, habe ich noch ein halbes Jahr. Und da hat er gesagt, aber wir schaffen das schon. Wie viele Tage war er jetzt in diesem Pflegeheim? Einen Tag. Und er ist jetzt, das habe ich völlig nicht richtig verstanden, gestern verstorben? Gestern Morgen. Also vorgestern ist er dorthin gekommen. Ja. Und dann bin ich noch zu ihm und dann kommt meine Tochter und spuckt mir ins Gesicht und hat gesagt, du hast den Vater in den Stich gelassen. Daraus höre ich aber, dass du
Daraus höre ich, dass du kein gutes Verhältnis zu deiner Tochter hast. Die hat sich verbündet mit der Schwester meines Mannes. Die hat mich seit unserer Ehe, seit 36 Jahren, immer nur gepeinigt. Und das Verhältnis zu deiner... hat sich mit meiner Tochter verbündet gegen mich. Seit wann läuft das schon so schlecht mit deiner Tochter? Eigentlich war das nicht so schlimm. Aber jetzt das hat ihr eingetrichtert, dass ich den Vater im Stich gelassen hätte. Ich will dir mal sagen, lass mich mal unterbrechen. Ja. Das ist ganz, ganz böse und ganz gemein. Du hast einen so schweren Schmerz zu tragen im Moment. Ja, ich bin ganz alleine, Domi. Ja, und dann sagt man so etwas nicht. Ich verachte das sehr, was deine Tochter da macht. Das ist so schlimm. Auch wenn ihr ein schlechtes Verhältnis hatte, da können wir jetzt gar nicht drüber reden. Egal. Sie hat drei Kinder, meine liebsten Enkelkinder. Ja. Und der eine Enkel hat heute Geburtstag. Umso schlimmer, wenn es sogar gar nicht so ganz schlimm war. Aber egal, wenn es auch schlimm gewesen sein sollte, euer Verhältnis, das macht man nicht. Er hat mir einen schönen Abschied gemacht. Er hat gesagt, als ich abends von ihm weggegangen bin, da hat er zu mir gesagt, tschüss, mein Schatz, pass gut auf dich auf. Das waren seine letzten Worte. So, und das ist das Allerwichtigste. Das heißt, dein Mann hat dir das nicht verübel genommen? Nein, er hat gesagt, du holst mich ja irgendwann nach Hause. Und so wäre es ja auch gekommen. Er wäre nach mir nach Hause gekommen. Die lässt mich nicht... ich habe heute Abend... Meine Schwester wollte einen Notarzt rufen, die ist hier reingekommen in mein Haus, hat die Papiere hingeschmissen und wollte meine Schwester aus dem Haus schmeißen und hat gesagt, du gehst hier raus. Sag mal, was ist denn da los bei euch? Lass mich mal fragen. Du hattest wirklich eine schwere Lungenentzündung. Ja. Du hattest 40 Fieber. Ja. Du warst nicht imstande, einen so schwer kranken Menschen zu pflegen. Nein. Lass mich fragen. Und als du dann deinen Mann besucht hast, da ging es dir schon ein bisschen besser. Ja, aber noch nicht lange, nicht gut. Nicht lange. Und es war geplant, in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche ihn zu holen. Ja, wenn ich ihn überwunden hätte, hätte ich ihn geholt. Direkt am Anfang nächste Woche. Heißt das, dass die Verwandten dir die Erkrankung nicht glauben? Die wissen, wie krank ich bin. Ich bin ja schon lange krank, aber meine Schwägerin, die glaubt mir das nicht. Die hat ja schon gesagt, wie mein Mann krank war, dass ich ihn um die Ecke gebracht hätte, weil er mich immer gepflegt hat. Was hast du schon länger für eine Krankheit? Ich habe ein Lungenemphysem und kriege sehr schlecht Luft und habe dann eine akute Lungenentzündung dazu bekommen. Und dann werde ich sofort blau im Gesicht. Ich brauche dann Sauerstoff und alles. So, jetzt möchte ich noch mal fragen zu dem Verhältnis zwischen dir und deinem Mann. Wie war das Verhältnis? Ein ganz wunderschönes Verhältnis. So, das ist ganz wichtig. 36 Jahre fast. Im Sommer werden wir 36 Jahre fast. So, Gabi, das ist, finde ich, ganz wichtig. Lass mal diese ganzen Verwandtschaftsquark, der so unerfreulich ist in der jetzigen Situation, zur Seite. Was meine Tochter mit mir gemacht hat. Und da hat der Enkel noch gesagt, Mama, lass doch endlich mal die Oma in Ruhe. Und mein Mann sitzt da und sagt, müsst ihr euch denn hier streiten? Was macht meine Schwester denn? Das ist doch auch nur ein Mensch. Ich liebe doch meine Frau. Weißt du, wo du dich jetzt drum kümmern solltest? Um deine Trauer. Und ich kann ja mit diesem Schmerz fast nicht bewältigen. Ich bin heute Abend hier zusammengebrochen. Meine Tochter und meine Schwester wollten Notarzt rufen. Da sagt die zu mir, ich soll aufstehen und soll aufhören mit der Scheiße. Dann hab doch einfach keinen Kontakt mit dieser Schwester, wenn sie dir so zusetzt. Nein, das sowieso nicht mehr. So, und ich würde auch keinen Kontakt haben mit der Tochter, wenn sie so was Schlimmes gesagt hat. Das heißt, dein Mann hat dich entlassen. Der hat gesagt, der hat dir geglaubt. Ihr hattet ein gutes Verhältnis miteinander. Sehr gutes Verhältnis. Und er wusste, dass du ihn holen würdest. Ja. Das heißt, das ist das Allerwichtigste, was du dir immer wieder vor Augen hast. Er hat immer meine Hand gehalten. Er hatte Heimweh nach mir auch, weil ich die Tage nicht. Hat sich noch Sorgen um mich gemacht. Er sagte, mein Gott, mein Schatz, wie siehst du aus? Gabi, du bist so fertig mit den Nerven, das höre ich. So fertig, dass wir jetzt mal im Hintergrund jetzt ein Notfallprogramm anlaufen lassen. Ja, meine Schwester macht sich so Sorgen um mich, weil die hat auch drei Kinder, ne? Kann nachts nicht, im Moment noch nicht so gut bei mir sein. Das ist die andere Schwester. Also, nein, meine Schwester. Deine Schwester, pass auf. Die andere ist ja die Schwester meines Mannes. Verstehe. Jetzt machen wir mal Folgendes, damit wir in Ruhe mit dir reden können. Ja. Und wirklich auch in Ausführlichkeit in Ruhe.
beenden wir das jetzt hier auf dem Sender. Ja. Und wir rufen dich jetzt. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass du mir damals so gut beigestanden hast. Gabi, das ist ja nett, aber jetzt ist viel wichtiger, dass wir dir helfen, und ich spreche dir mein tiefstes Mitgefühl aus. Dankeschön. Und wir werden jetzt tun, was wir tun können für dich. Danke. Da legst du jetzt bitte auf, und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Dankeschön. Von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja, ich brauche noch viel Kraft. Ja. Am Dienstag ist die Beerdigung, das ist das Schlimmste. Ja, das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Und der Friedhof ist 50 Meter weiter von meinem Haus. Ich kann auf die Halle gucken, wo mein Mann liegt. Mhm. Das ist auch schlimm. Das ist auch schlimm, ja. Ja. Alles Liebe Gabi, jetzt legst du bitte auf, und wir rufen dich gleich alles wieder an. Alles klar, dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Hier ist der Michael. Michael ist 48, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Michael, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist ein dummes Thema irgendwo. Es ist einfach so, dass ich viel getrunken hatte in meiner Lehre und dann später hinaus auch. Und da habe ich im späteren Alter, also 2002, festgestellt, dass es mit dem Penis nicht mehr so klappt, und dann wurde ich operiert. Moment, jetzt habe ich dich aber akustisch völlig falsch verstanden. Ich habe am Anfang verstanden, du hättest viel getrunken in deiner Lehre. Ja, von meiner Lehre an bis zu dem Zeitpunkt, wo ich operiert worden bin. Hast du viel getrunken? Alkohol? Ja, Alkohol, ja. Ja, und was ist jetzt mit dem Penis? Ja, und da der nicht mehr so wollte, wie ich wollte oder wie auch die Frauen wollten. Also du warst Alkoholiker? Ja, ich bin einer. Du bist Alkoholiker, ja. 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 Das kann man ja nicht abstreiten, ja. Das bleibt man ja immer und ewig. Und da wurde ich operiert, da wurde mein Implantat da reingetan. Also weil du so impotent warst, ja. Hing das mit der Alkoholkrankheit zusammen? Oder hat es eine andere Ursache? Nee, das war einfach eben so, weil das Glied nicht mehr so sein wollte, wie es hätte sein müssen. Ja, aber woran lag das? Ja, eben weil die Potenz weggegangen ist durch den Alkohol. Also durch den Alkohol, doch. Mhm. Ja. Ja, okay, dann bist du operiert worden? Ja, richtig, bin operiert worden, und dann wurden mir zwei solche, wie soll ich das denn ausdrücken, zwei solche Plastikimplantate auf jeder Seite, bei jedem Schwellkörper eingelassen. Ja, in den Penis? Ja, genau. Ja. Ja, und dadurch entstand natürlich auch Schaden an diesen Schwellkörpern. Mhm. Und dann hatte ich eine Entzündung bekommen. Mhm. Ja, und dann wurde mir wieder alles rausgerissen, aber jetzt habe ich das Problem, dass es gar nicht mehr geht. Also die Implantate sind wieder rausgenommen worden aus dem Penis? Ja, die wurden mehr oder weniger rausgerissen. Rausgerissen? Das heißt, du bist nicht ordentlich operiert worden? Ja, aber das gegen Ärzte kann ich mit meinem Arbeitslosengeld 2 oder Hartz 4 nicht anstinken, und von daher... Aber du wirfst denen schon vor, dass die das nicht ordentlich gemacht haben? Richtig, sonst hätte ich ja keine Entzündung bekommen. Ja. So, und die Situation jetzt ist, dass du, jetzt sind wieder viele Jahre vergangen seitdem. Ja, dass ich ziemlich am Boden zerschlagen bin. Und die Potenz ist nach wie vor? Null. Null, gleich null. Gleich null, ja. Ist denn die Potenz ist gleich null, ist denn so die mentale Sehnsucht nach Sexualität da, oder hast du gar keine Lust auf Sex? Doch, natürlich, mental ist es noch da. Ich bin ja 48 und ich denke immer, jeder Mann mit 48 hat noch mental. Natürlich, ja. Bist du denn danach nochmal von anderen Ärzten untersucht worden? Ja, ich war in Hamburg gewesen bei einem Professor, und der hat mich dann überwiesen zu Hamburg, nach dem Krankenhaus Hamburg-Harburg. Mhm. Ja, und da hatten die es auch noch versucht, und haben sie gesagt, das hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Die Schwellkörper sind im Hals zerfetzt, und da können sie nichts machen. Achso, die sind kaputt gemacht durch die Operation damals. Ja, richtig. Mhm. Ja, und jetzt bin ich so ziemlich kaputt, nervlich, geistig, psychisch, wie auch immer. Mhm. Und ich habe sogar schon an Selbstmord gedacht. Mhm. Hast du, oder bist du in einer Ehe, in einer Beziehung? Nee, meine Ehe wurde schon weit vorher geschieden. Das heißt, du lebst alleine? Ja, genau. Ja, lebst auch einsam? Ja, auch. Bist sehr einsam. Bist du berufstätig? Das nicht. Das nicht. Du bist arbeitslos oder arbeitsunfähig? Arbeitslos. Arbeitslos. Was hast du früher mal gemacht? Ich bin gelernter Elektro-
Maschinenanlagentechniker und den Beruf darf ich nicht mehr ausüben, weil ich Rückenprobleme habe. Ja. Und da habe ich umgeschult zum Bürokaufmann und jetzt habe ich eine Fortbildung gemacht zum Büro und aus, nee, zum Indust, na Mensch, wie heißt das denn? Zum Auslandeskaufmann, ja, jetzt so. Und dafür besteht die Chance, die Hoffnung, dass du da was bekommen? Nee, eigentlich nicht. Nee. Das heißt also, die Perspektive ist ziemlich düster. Ja, richtig. Du bist erst 48 und da steht nichts an, dass du irgendwie arbeiten könntest und beruflich und gesundheitlich ist es auch sehr, sehr schlimm, kann man sagen. Ja, für mich, ja, ich lerne eine Frau kennen und die will mal ein bisschen zärtlicher werden und da ist nichts. Mhm. Das ist ja Shit, ist das hier. Also mir gehen gerade zwei Sachen durch den Kopf. Einmal will ich es nicht einsehen, dass jemand, der Hartz-IV-Empfänger ist, sich nicht gegen Ärztefusch auflehnen sollte. Da werden wir dir gleich mal behilflich sein. Es gibt Patientenverbände, es gibt zahllose Organisationen, die sich auch um Leute kümmern, die eben nicht viel Geld haben, denen so etwas widerfahren ist. Das finde ich schon, sollte man machen. Wenn man dich auch vielleicht nicht wieder gesund kriegt, aber vielleicht gibt es zumindest in irgendeiner Form eine finanzielle Entschädigung. Das ist das eine. Das andere ist, weißt du, wenn ein Professor sagt, da kann man nichts machen, finde ich, sollte man noch den zweiten oder dritten hinzuziehen. Ja, aber wo denn hier in Norddeutschland? Hier sind doch keine kompetente Ärzte. Das glaube ich schon. Du bist in der Großstadt Hamburg, das ist Bremen in der Nähe, das ist Hannover. Da würde ich schon noch mal mich erkundigen. Ja, ich hab mal gelesen in der Zeitung, in welche das war, weiß ich nicht mehr. Aber in China zum Beispiel, da haben sie einen Mann sein Geschlechtsteil abgebaut und neues angenäht. Und es funktionierte auf Reisen. Jetzt bin ich immer überlegen, ob ich mal nach China schreiben sollte. Na, das würde ich mir lieber sein lassen. Das sind so Geschichten, die man irgendwie so hört. Und die Gefahr, dass es dir dann noch viel, viel schlechter geht, die ist so riesengroß. Ich würde davon dringlichst abraten. Ja, Amerika ist auch viel weiter als Deutschland. Ja, Amerika hat auch ein anderes System und ein seriöseres medizinisches System als China. Und ich glaube, das kannst du dir wirklich nicht leisten, nach Amerika in eine Spezialklinik zu gehen. Ja, stimmt. Ich denke, dass du schon in Deutschland vom medizinischen Niveau sehr gut aufgehoben bist, zumindest das zu beurteilen. Wir können dir keine konkreten Ärzte empfehlen, aber wir können dir schon einige Dinge an die Hand geben, damit du auch medizinisch nochmal versuchst, etwas zu unternehmen. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ich meine, es sind jedes Jahr, was in der Medizin vergeht, da ist wieder irgendetwas Neues, was sich vielleicht weiterentwickelt hat und wo die Mediziner was machen können. Ja, ich verzweifle doch irgendwo. Das glaube ich. Deswegen muss etwas unternommen werden. Musst du auch etwas tun. Ja, ich alleine kann nichts. Nein, du kannst nichts alleine tun. Deswegen werden wir dir jetzt erstmal behilflich sein, damit du Anlaufstellen hast, die dir behilflich sind. Wichtig ist, glaube ich, dass du einfach einen kompetenten Ansprechpartner hast, der dich so ein bisschen durch diesen Dschungel durchführt. Einmal, was diesen Ärztefusch anbelangt und zum anderen einfach, was die aktuelle Diagnostik betrifft. Und da gucken wir jetzt mal im Hintergrund und überlegen, wie wir da dir vielleicht etwas helfen können. Ja? Es wäre schön, wenn das irgendwann mal wieder klappt. Ja. Wir versuchen das mal, Michael. Dann bitte ich dich etwas zu gedulden. Es kann sein, dass meine Psychologin noch nicht sofort anrufen kann, aber innerhalb der nächsten halben Stunde mit Sicherheit. Das wäre sehr schön, wenn ihr mir helfen könnt. Wir versuchen es. Ich möchte noch was sagen. Die Frau, die vor mir dran war, ja? Ja. Der wünsche ich alles Gute und die soll den Kopf hochhalten. Das ist ja nett von dir, dass du sagst. Vielen Dank. Ich sage einfach mal Dankeschön im Namen von Gabi, Michael. Ja, ist okay. Alles Gute und wir melden uns gleich. Das hat mir richtig leid. Ja. Lieber Michael, alles Gute. Hier ist Magdalena. Magdalena ist 25. Hallo? Hallo, guten Morgen. Morgen, hi. Ja, hi Magdalena. Hallo. Um was geht's denn? Und zwar, ich habe ein Riesenproblem. Und zwar, ich habe ein Verhältnis von meinem Mann mit dem Chef von der Arbeit. Mit dem Chef deines Mannes? Ja. Das ist nicht schön. Und er hat auch eine Frau und er kann von der nicht loskommen. Wie lange hast du das Verhältnis denn schon mit dem Chef? Ungefähr ein halbes Jahr. Seit einem halben Jahr. Mhm. Ja, und er kann von der nicht loskommen. Der liebt die Frau irgendwie, ich weiß nicht, war heute auch da bei uns und
Ich habe auch 3 Kinder. Ja. Du sagst, er kann von der Frau nicht loskommen. Was ist denn, mit dir? Möchtest du denn von deinem Mann auch loskommen? Weiß ich nicht, aber er sagt, er liebt mich und ich liebe ihn auch. Also ich liebe sozusagen 2 Männer. Ja, das sagt man immer so leicht. Ja, nur, genau. Nur kann man das selten miteinander verbinden alles. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall total fertig, weil irgendwie, wenn er bei mir ist, habe ich mir so einen Kribbelbau wie eine 15-Jährige irgendwie, ich weiß nicht. Und wenn er weg ist, dann, das ist so komisch. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen schon? Also zusammen sind wir fast 8 Jahre und verheiratet bin ich 3 Jahre. Ja, 8 Jahre schon. Ja, wo meine Tochter, also er hat meine Tochter übernommen. Also ich habe eine 8-jährige Tochter für einen anderen Mann und er hat die übernommen. Ja. Wie alt ist dein Mann? 26. Ja. Und die Sache mit dem Chef, von wem gingen die aus? Von dir oder von dem Chef? Also beide, wir waren total, Entschuldigung, dass ich das sage, so total heiß aufeinander, beide. Wo hat sich das denn ergeben? Waren zu Hause. Wo, bei ihm zu Hause? Bei uns. Bei euch? Also bei mir, ja. Das heißt, er war zu Besuch bei euch? Richtig. Und wo war dein Mann? Auch da, er weiß das. Ach, er weiß das? Ja, aber nicht, ja, er weiß, dass wir uns lieben, gegenseitig. Er hat das ihm gesagt, dass er mich liebt. Moment mal, das allererste Mal war der Chef bei euch zu Hause. Richtig. Und da ist es irgendwie abgegangen zwischen dir und dem Chef. Genau, richtig. Und dein Mann war auch da. Richtig. Wie, war der, hat er zugeguckt oder wie? Nein, nicht beim Sex oder so. Wir hatten heute das erste Mal miteinander Sex, aber heute eben gerade da und da ist er eben gerade gegangen, ja, toll. Jetzt erklär mir doch mal, was weiß denn dein Mann, was weiß er? Er weiß, dass wir uns lieben, dass wir uns rumgeknutscht haben, also rumgeknutscht und so rumgefummelt, mehr nicht. Und was sagt dein Mann dazu? Er mag ihn so, weil das halt sein bester Freund auch ist. Ja. Oh Mann, ja, genau. Ja, er mag ihn auch, weil er sein bester Freund ist. Das ist noch keine Aussage. Ich meine, der beste Freund knutscht jetzt mit seiner Frau rum. Ja, ist ihm das egal? Ja, er hat gesagt, er teilt mich mit ihm zusammen. Aber das mit Sex und so, das habe ich noch nicht erzählt, das weiß er noch nicht. Er hat gesagt, ich verstehe nicht so schnell, hat er gesagt, er teilt nicht mit ihm oder er teilt? Er teilt. Er teilt. Aber, genau, aber mein Mann, aber der andere hat gesagt, er möchte nicht teilen. Ja, deswegen, ich bin im Moment ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht mehr weiter. Kann es denn auch sein, dass eure Ehe nicht mehr so die aktuellste ist und die vitalste? Vor allen Dingen, ich fühle mich so mein Mann auch nicht so richtig im Moment, so nicht richtig hingezogen wie zu ihm jetzt im Moment. Also wenn der Chef jetzt bei mir ist, dann finde ich mich anders hingezogen als zu meinem jetzigen Mann. Ja, aber die Frage war gerade, die Ehe ist dann auch nicht mehr so doll in Ordnung bei euch, oder? Wir haben halt bald Streitereien und so. Natürlich, nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, weil ich habe es ihm heute gesagt, so sag mal, du musst wissen, was du willst. Entweder das ist deiner Frau oder was weiß ich. Nee. Moment. Der muss nicht wissen, was er will. Du musst wissen, was du willst. Das ist der erste Schritt. Ja, toll. Du musst wissen, was du möchtest. Und dann entsprechend musst du dich verhalten. Und wenn du deinen Mann nicht mehr liebst und wenn die Ehe kaputt ist, dann musst du dich von deinem Mann trennen. Egal, ob da ein neuer ist oder ob da kein neuer ist. Ja, was habe ich denn davon, wenn er sich von seiner Frau nicht trennt? Ja, aber das ist nicht das Problem im Moment. Das Problem ist, deine Gefühle zu ordnen. Ja, und das Problem ist nicht. Es kann natürlich sein, dass du beide verlierst in diesem Theater, was da abgeht. Dass du deinen Mann verlierst und auch ihn, weil er sich nicht von seiner Frau trennen will. Ja, das kann sein. Ja. Das kann sein. Du kannst jetzt nicht mit einer Versicherung daran gehen. Da kann man keine Versicherung abschließen vorher. Ja, Mann. Ich würde an der Stelle erstmal versuchen, die Ehe zu klären, vielleicht auch in einer Eheberatung, um herauszukriegen, wie wichtig ist uns beiden die Ehe und dann weitere Entscheidungen treffen, Magdalena. Ich meine, ich liebe ihn schon, aber irgendwie so komisch, ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich mehr hingezogen zu den anderen, so irgendwie, das ist irgendwie so ein Teenie. Ich verstehe. Jetzt werden wir dir mal eine Eheberatungsstelle an die Hand geben. Und das würde ich sehr dringend empfehlen, dass du mit deinem Mann mal dahin gehst, damit ihr klärt, was mit euch beiden los ist. Und dann entscheidest du, wie du dich weiterverhältst. Ja? Ja, und was soll ich denn an? Ich weiß nicht mehr weiter. Pass mal auf, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, erstmal wegen der Beratungsstelle und dann kannst du auch nochmal mit meiner Mitarbeiterin reden. Ja? Okay. Alles Gute. Danke, ja. Magdalena, tschüss. Tschüss.
Und Sigrid ist hier. Sigrid ist 52. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Sigrid. Was ist dein Thema? Ja, also ich bin eigentlich von gestern übrig geblieben, mit aufgeflogen. Ja, was ist aufgeflogen? Oder wer ist aufgeflogen? Also das fand ich so süß, wo ich das gestern gehört habe. Ja, also ich hatte von 1999 hatte ich eine Beziehung mit einem verheirateten Mann. Mhm. Ja, und er hat eben gerne immer gefilmt, wenn wir Sex miteinander hatten, ne? Aha. Die Videokamera lief ununterbrochen. Die stand neben eurem Bett? Ja, ja, also ich habe die ja gerade nicht mehr zur Kenntnis genommen, aber er fand das eben so schick. Ja. Er musste immer filmen. Was hat er mit den Filmen gemacht hinterher? Ja, also wir haben sie angeguckt und so weiter. Aber jedenfalls, er war ja auch verheiratet, ne? Ja. So, und dann war es 2002, glaube ich, da ist er mit seiner Frau nach La Gomera geflogen. Ja. Und ich habe ihn vorher extra noch gefragt. Ich so, hast du die Videokassetten alle gelöscht, die kleinen? Mhm. Ja, habe ich. Ich sage, das ist in Ordnung. Mhm. So, und dann war er 2 Tage weg im Urlaub. Mhm. Da klingelte abends das Telefon. Er sagt, Schatz, es ist was schiefgelaufen. Ich sage, was denn? Ja, wir haben den Schmetterlingspark besucht. Und sie wollte eben, dass die ganzen Schmetterlinge gefilmt werden und alles. Ja. Und er spult dieses Video zurück. Ja. Ja, und dann waren halt zwischen diesen Schmetterlingen, hat halt seine Frau gesehen, wie wir beide. Das ist ja so schön auf der Couch liegen, ja. Und auf La Gomera. Auf La Gomera. Hat die Frau das gesehen? Ja. Ach du liebe Zeit. Ja, das war also deswegen fand ich das so süß, gestern aufgeflogen zwischen Schmetterlingen, ja. Ja. Also das fand ich sowas von nicht. Ja, da lacht man jetzt drüber. Für deinen Liebsten, da war das natürlich alles andere als zum Lachen. Ja, ja, und dann hat sie eben... war der Urlaub vorbei, ne? Ja, er meint also jetzt, sie wollten 14 Tage Urlaub machen. Er meint, Scheiße. Und er meinte, sind wir total aufgeflogen. Ich sage, und was hat sie jetzt gesagt? Ja. Ja, also die Beziehung soll so schnell wie möglich beendet werden. Ich sage, ja, mein Schatz, mich gibt's gar nicht mehr. Ja, und war das so? Wurde die Beziehung dann beendet? Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ach, das war... mich gab's offiziell nicht mehr. Mich gab's früher nicht und mich gab's hinterher auch nicht. Ach so, das heißt, das lief dann alles weiter? Ja, klar. Bis heute? Ja, leider ist er 2004 im Oktober gestorben. Ach so. Ach so. Eigentlich kennst du ihn auch persönlich, aber das muss ich jetzt hier nicht erwähnen. Ich kenne den persönlich? Ja, genau. Na, jetzt machst du mich aber ganz neugierig. Ja, du kennst ihn persönlich, auch heller von Sinn. Aha. Ja, ihr kennt den beide persönlich. Ja, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, nicht, dass wir den Mann irgendwie erkenntlich machen. Nee, er ist ja so. Also ist denn die Frau irgendwann nochmal auf dich zugegangen? Nee. Nee, der Witz war ja vorher. Ich hab angeblich... Er hat für mich eine Wohnung gemietet und ich war dann seine Haushälterin. Ja. Und er hat mich dann mal hochgebeten in die Wohnung und wollte mich eigentlich ihr vorstellen. Ne? Ja. Und da bin ich auch hoch und dann hat sie mir erklärt, dass man mit der Zahnbürste auch mal den Siphon hier vom Waschbecken sauber machen soll. Ja. Ja, und draußen im Flur hat er mir schon Küsschen gegeben. Ja. Und alles so eine netten Sachen. Ja, also das war echt süß. Also das ist natürlich fürs Thema aufgeflogen, war das natürlich perfekt gestern, ne? Zwischen den Schmetterlingen, wie du schon sagtest. Genau, deswegen musste ich ja gestern sowas von lachen auf. zwischen Schmetterlingen. Schön, dass du da angekommen bist. Die Sendung ist ja jetzt vorbei. Aber schön, dass du es hast erzählen können. Alles Gute, Sigrid. Ich meine, kannst mich ja gerne nochmal anrufen, privat jetzt. Und dann kannst du mir das erzählen, wer das ist. Ja, den kennst du super persönlich. Okay. Alles Gute, Sigrid. Ja, mach's gut. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht.